Hauptaugenmerk wurde dann auf die Technik gelegt, wobei der Trainingsrhythmus den Startzeiten angepasst wurde. Und bisher scheint sich diese minutiöse Trainingsarbeit voll auszuzahlen. Mir gefällt diese Strecke ausgezeichnet, hat Pascal Richard schon vor 2 Tagen im Training hier gesagt. Ich glaube, da kann ich meine Qualitäten voll ausspielen. Bisher hat er sie ausgespielt. Er in Mexiko, am Anfang war er dabei vor Wochenfrist in den vorderen Positionen, fiel dann aber schnell zurück. Und man sagte damals aber, dass sich Richard im Hinblick auf diese Prüfung hier nicht allzu stark überfordert hätte. Richard Breu, Adrie van der Poel. Und Roland Liberton bekundet doch etwas Mühe, jetzt den Anschluss wiederherzustellen. Man sagt ja den Schweizern nach, dass sie nicht unbedingt Liebhaber von sogenannten schnellen Rennen sind. Schnell natürlich auch in Bezug auf eine schnelle Strecke, auf eine harte Unterlage, schnell auch in Bezug auf einen Blitzstart. Aber heute hat es in dem Sinne doch geklappt. Denn von 3 Spitzenfahrern sind 2 deren Schweizer. Um Roland Liberton gab es einige Diskussionen. Er, der 16 Saisonsiege erreichte, unter anderem eben auch am letzten Sonntag 1987 bei der letzten Weltmeisterschaft, da meldete er sich krank. Es kam zu Spannungen zwischen ihm und Funktionären und es wurde beschlossen, Liberton nicht für 1988 zu selektionieren. Liberton, das hat sich jetzt natürlich geändert. Persönlich wie sportlich hat er sich seriös auf diese Weltmeisterschaft hin vorbereitet. Und als er natürlich bisher 16 Saisonsiege erreicht hat, da konnten die Funktionäre nicht mehr anders, als ihn für diese Weltmeisterschaft zu selektionieren. Die 3 Spitzenfahrer Breu, Richard und Van der Poel und doch schon einige Meter, einige Sekunden zwischen diesem Terzett und dem an 4. Stelle liegenden Roland Liberton. Der Vorsprung wird größer. Van der Poel wäre natürlich, wenn er überhaupt bis zum Schluss vorne dabei bleiben kann, ein ganz heißer Anwärter auf den Titel, denn wenn er da vorne bleiben kann, ist er ganz sicher der beste Straßensprinter aller dieser Fahrer hier. So, und jetzt vor Eingang der 4. Runde wieder das Terzett jetzt mit Van der Poel, Breu und Richard. Rechts oben eingeblendet, die 3 Spitzenfahrer bereits wieder im leichten Aufstieg und jetzt ist mit 18 Sekunden Rückstand Liberton vorbeigekommen. Und doch schon ein großer Vorsprung jetzt der 3 Spitzenfahrer und auch Liberton ist natürlich noch nicht abgeschrieben, das wäre zu verfrüht. Wie schnell ist etwas passiert auf einer solchen Strecke? Ein Sturz oder eine Schwäche? Und dann ist der 4. eben plötzlich 3. Und jetzt kommen die nächsten Verfolger mit rund 50 Sekunden Rückstand. Haben wir notiert für Zweifel und für Laven. Und jetzt ist auch Büchi durchs Ziel gekommen mit 1:10 Rückstand rund. Also für Zweifel und für Laven.
Das sind bereits, ich würde noch nicht unbedingt sagen Welten, aber es sind doch schon rechte Distanzen. Und Sie sehen von den übrigen Fahrern praktisch noch nichts weiter zu sehen. Und wieder ein Blick auf die Spitze, wieder Pascal Richard, hinter ihm Van der Poel. Sehr interessant zu beobachten, welche Taktik die drei hier wählen. Das heißt, der eine fährt, der andere läuft. Jeder muss das selber herausfinden, wie er am kräfteschonendsten vorwärts kommt. Und ich glaube, das darf man jetzt sicher schon sagen, Klaus-Peter Thaler ist geschlagen. Es wird aller Voraussicht nach hier einen neuen Weltmeister geben. Roland Liboton in vierter Position. Ich darf ganz kurz noch nachtragen, ich habe eingangs der Sendung vom Goldmedaillengewinn von Thomas Frischknecht gesprochen. Ich darf doch der Vollständigkeit halber noch sagen, dass auch die übrigen Schweizer recht gut abgeschnitten haben. Fünfter nämlich wurde Pascal Müller und sechster Martin Obrist. Natürlich die Begeisterung hier bei den Zuschauern, die die Leute, ihre eigenen Fahrer hier, die Breu und Richard anfeuern. Die letzten Schweizer Weltmeisterschaftsmedaillen der Profis wurde 1986 vor zwei Jahren erobert. Da wurde in Belgien Albert Zweifel nach siebenjährigem Unterbruch wieder, nämlich zum fünften Mal Weltmeister, und Pascal Richard, der hier in der Spitze mit dabei ist, gewann damals die Silbermedaille. Roland Liboton, allein auf weiter Flur. In Tausenden von Zuschauern schreiten und fahren sie hier den Berg hinauf und hinunter, und trotzdem, so wie Liboton, da muss man sich einsam fühlen, wenn man eben als Vierter eben auf dieser Position außerhalb der Medaillenränge läuft und fährt, und man sieht, dass man sehr wahrscheinlich nicht mehr herankommt, es sei denn, einer der drei Führenden würde plötzlich einbrechen oder sich sonst ein Zwischenfall ereignen. Was wir natürlich nicht hoffen, für keinen der drei Spitzenfahrer, weder für Richard Breu noch für Van der Poel. Aber dass man natürlich in dieser Situation ein bisschen Chauvinist sein darf, ich glaube, das kann einen niemanden verargen. Und Pascal Richard hat sich ganz, ganz leicht etwas absetzen können. Sie sehen, Adrie van der Poel bekundet etwas Mühe, auch Bea Breu, wobei dieses Mühebekunden natürlich schon leicht, ich würde sagen, übertrieben ist. Wer würde hier nicht bereits zum x-ten Male diese Strecke, diese Steigung hinaufzuschreiten, eben Mühe bekunden. Nochmals die Zeitlupenstudie. Vorne Richard, der sich leicht abgesetzt hat, hinter ihm links Adrie van der Poel, der Holländer, und rechts nicht im Bild zu sehen jetzt Beat Breu. Und unten auf der Zielstrecke sehe ich gerade einen zufrieden reinschauenden Carlo Lafranchi, der Mann, der die Schweizer Querfahrer dieses Jahr zum 25. Male coacht. Und ihm ist es natürlich von Herzen zu gönnen, wenn die Schweizer in seinem Silberjubiläumsjahr erfolgreich abschneiden. Er hat sich ja eine Medaille gewünscht. Nun sind es bereits zwei, und er meinte heute Morgen, eine dritte wäre natürlich schon schön und läge absolut im Bereich des Möglichen.